Ja, grüezi, hallo liebe Freunde, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Mass Effect Trilogie. Trilogie bedeutet, es sind drei Teile, für alle die unter euch, die noch etwas jünger sind, also Kinder unter 25. Ich habe keine Ahnung, ob das etwas zu bedeuten hat oder nicht. Wir sind immer noch bei Teil 1, das ist Commander Shepard, vielleicht haben Sie ihn schon mal gesehen. Fragen Sie mich nicht, ob das jetzt ein Schweizer, Bayerischer oder Österreicher Akzent ist, das ist mir wirklich wurscht. Ich werde euch heute mal damit verschonen zu sagen, was wir machen, denn jedes Mal, wenn ich das mache, kommt irgendeine Zwischenansage von Joker und meistens ist es Admiral Hackett oder der dämliche Zitadellrat. Und ihr seht an meinem Gesichtsausdruck, mir ist das egal. Ich habe schließlich noch mehr vor. Das hätten wir damit geklärt. Mein Rückprofil für alle unter euch, die einfach nicht die Finger von mir lassen können. Ich meine natürlich die Augen, die Augen. Yeah. Ja, schaut euch diesen Gesichtsausdruck, dieses versteckte Lächeln. Ich weiß, ich bin unwiderstehlich. Okay, Ecstasy, AME. Wir sind bereit. Wir legen los. Ich weiß immer noch nicht mit was. Proben untersuchen, klingt gut. Cerberus, ja, sowieso. Maroonsee Cluster Matano System, das kriegen wir hin. Finger kreuzen. Ja, hatten wir schon. Oh. Da müssen wir sogar hin. Ist hier etwa ein Planeten, den wir noch nicht gesehen haben? Sehr verdächtig. Habe ich irgendwas übersehen oder bin ich bloß ein bisschen blöd? Achso, wir sind ja im richtigen Cluster, aber vielleicht nicht im richtigen System im Cluster, in Galaxie, im... Du bist doof. So. Schauen wir mal, liebe Freunde. Ja, das macht Spaß. Da waren wir doch auch schon. Matano natürlich, da war mein... Ich hab doch die Geduld, ihr haut das gerne alles an. Genauso wie die vielen lustigen Marco-Fahrten. Die machen doch Spaß, oder? Habt ihr ein Glück, dass ich das für euch vorspule da? So bin ich zu euch. Und wie dankt ihr mir das? Mit sinnlosen Abonnentenanfragen? Ich sehe so ein Kreis, muss ich euch auch mal sagen. Ich habe schon die letzten 3 Stunden keine Abonnentenanfragen mehr bekommen. Halt, da gehen wir gleich hin. Erstmal schauen wir uns hier um. Apple, Chapel. Ach, willkommen im Garten Eden. Lesen wir mal selber, danke. Früher Entwicklungsstadium für den Planeten. Ach so, ne, mal gucken, vielleicht haben wir ein paar Dinosaurier. Ja, da fühlst du dich doch bestimmt wohl auf so einem Urzeitplaneten. Du magst bestimmt keine Käfer, so reinlich wie ihr seid. Das tun wir dir nicht an. Aber dem hier. Perfekt ausgeglichene Kampfstärke, was? Das sieht nach einer Stelle zum Spulen aus. You bitch, here we are. Let's get it on. Auf der anderen Seite habe ich euch schon lange nicht mehr mit diesem ganzen Krempel gequält. Also warum soll ich das heute nicht mal machen? Was gibt's Neues, YouTube? Ja. Bundestagswahlen sind vorbei. Ja gut, aus meiner Perspektive noch nicht. Wir haben Donnerstag, den 19.09. Aber bis das Video hier hochgeladen ist, ist wahrscheinlich schon längst Oktober. Sollte es zumindest sein, wenn alles richtig läuft. Das heißt, wir kreuzen immer noch die Finger, dass Angela Merkel bis dahin sich selbst aufgehangen hat aufgrund ihrer 20%igen Beteiligung bei der Wahl. Bitte, bitte lass es so sein. Nicht, dass ich irgendjemand was Böses wünsche, aber... Ich meine, wenn sie aus dem Leid keinen Ausweg mehr sieht, ne? Yeah. Das ist wieder ein deutscher Motor hier. Dieses Video wurde gesperrt von Volkswagen. Vielen Dank. Na gut, dann sammeln wir unterwegs noch was ein. Wenn wir schon hier sind, das war geplant. Komm schon, YouTube. Give me some credit. Oh, hübsche Sonnenuntergang. Oder Untergang.
Seht ihr, selbst der alte Teil ist nicht so schlecht vom Design her. So, und dann ist ein roter Punkt. Hat nichts auf uns geschossen, aber das kann sich schnell ändern. Bitte nicht darunter. Nee, da komme ich doch nie wieder hoch, oder? So wie das da aussieht. Ach, was soll's. Machen wir spaßenshalber. YOLO! Nein, machen wir nicht. Das ist nicht mal perfekt, oder? Komm schon, YouTube. Ihr könntet das auch nicht besser. Na? Das läuft ja heute wie geschmiert, da muss ja gleich mal irgendwas schief gehen. Da war unser Ziel und hier drüben ist irgendwas. Ne, wir gehen erstmal zum Ziel. Da ist noch irgendwas Hübsches, das holen wir uns erstmal. Dann machen wir den Auftrag weiter. Ich wünsche mir einen Planeten mit einer Autobahn. Kraftwerk könnte ich als Musik hier mal untermalen. Das wäre doch mal was. Nee, danke. Was für Musik würdet ihr gerne bei diesen wunderbaren Marco-Fahrten hören? Schreibt es in die Kommentare. Bis ihr das gemacht habt, bin ich schon bei Teil 2. Oh oh. Gute alte Wertarbeit. Der Wagen kommt aus Japan. So, jetzt haben wir genug Autowitze für eine Staffel gemacht, leider jetzt. So interessant sind Autos nicht. Für mich sind das Vehikel, die fahren müssen. Vorzugsweise gut. Und dann noch effizient und billig. Meinetwegen können sie noch schöner einsehen. Aber wehe, die Dinger machen Musik. Ich kann diese Spinner nicht aussehen. Erst die Autos off-tunen, dass sie möglichst viel Krach machen und dann noch irgendeine Anlage rein. Man sitzt im Auto, im Verkehrsstress, im Lärm. Und was macht man? Noch eine riesengroße Bassanlage rein, weil man es ja noch nicht genug scheppert hat in den Ohren. Entschuldige. Hübsch. Wenn ich da drin jetzt einen Typen namens Kane finde, Platzkopf, der wirre Sprüche macht und was von Nord redet, schalte ich sofort ab. Ja, ich will jetzt wieder aussteigen, danke. Na also. Ja, nehmen wir. Kann nicht schaden. Hoppala. War doch keine gute Idee. Trotzdem perfekt gemeistert. Raptor 7? Naja. Ich wollte ja eigentlich das ganze sinnlose Geschieße sparen, aber... Das kriegst du, danke. Aber manchmal kommt man eben nicht drum rum. Ich habe eine Million? Was geht denn hier ab? Wieso scheppert mein Ton gerade so merklich? Den Eingang für das Ding? Das mal nicht. Wo, nicht runter. Karte. Da lang. Natürlich in eine andere Richtung. Nur für euch. Nur für euch. Ne, wenn wir schon da lang müssen, können wir uns auch oben runterfallen lassen. Danke. Und jetzt machen wir den Flugmodus. I believe I can fly. But my time is gone. Kennt ihr das? Man kennt den Songtext nicht und fängt an, irgendwas vor sich hin zu sammeln. Stammeln und was. Na gut. Versprecher gibt's ja bei mir genug, da muss ich nicht so tun, als ob ich singen könnte. Beste Beispiel, TNT. TNT. Warum man glaubt, irgendeine Musikrichtung der Gruppe wäre auf einmal cool, die man vorher nie gehört hat, werde ich nie verstehen. Und nein, ich kommentiere nicht Big Brother, das ist mir zu blöd und unter meinem Niveau.
Ja, ihr habt mich richtig verstanden. Es gibt Dinge, die sind sogar unter meinem Niveau. Du, mach was. Spreng es kaputt. 1600 zu 900, immer noch. Sieht nicht schlecht aus. Auch wenn hier wahrscheinlich gerade die Pocken durch die Luft fliegen. Igitt. Jetzt, wo ich darüber nachdenke. Und jetzt darf ich hoch auf den Berg, oder? Aber die roten Punkte sind hier, da gehen wir doch dahin. Da ist niemand, das ist verdächtig. Nein. Verlassen aus. Ja, deswegen die roten Punkte. Ich habe kein gutes Gefühl dabei. Caden, wir reden nicht über deine Gefühle. Darüber haben wir uns doch geeinigt, als du so merkwürdig geschwitzt hast beim Duschen. Die gesamte Kolonie muss verwandelt worden sein. Warum bewegen die sich dann? Kuckuck. Headshot. Kann man noch von Headshot reden, wenn man einen Panzer schießt? Gut, es ist kein Panzer, es ist nur ein Marco, aber trotzdem. Ich meine, die Wumme hier wird schon ein paar ordentliche Newton auf die Reihe bringen, oder? Und stelle sich vor, ich wäre hier zu Fuß lang. Ho! Das auch mal eine rückwärts einparken wäre schwierig, liebe Frauen. Ich steige sogar noch auf der falschen Seite, aber das bin ich gut. Ich habe Staub auf der Tastatur. Da kann man gesehen, ich habe den Computer eine Woche lang nicht benutzt, das schon. Aber zwei Tage, das ist schon her, da sollte eigentlich jetzt etwas... Habe ich schon gespeichert? Egal. So, ja, zieh die Waffen und jetzt wer hat hier... Oh. Sturmgewehr, Sturmgewehr. Ja, das klingt nach einer Menge Spaß. Wieso bewegt sich hier eigentlich nichts? Sind die vielleicht noch nicht ganz verwandelt? Hätte ich sie noch retten können? Tue ich hier gerade unschuldigen weh? Wichtig, jetzt darüber nachzudenken? Sollte ich nicht vielleicht erstmal um mein Leben kämpfen? Wieso haben die eigentlich Schilde? Denkst du? Mich fasst ja nicht nochmal mit einem schleimigen, verwandelten, ehemaligen Menschenpfoten. Der ekelhaften Viecher. Schilde. Ich fange an, das Ding richtig zu mögen. Ach. Ziel ich hier nimmer, jetzt wird gefeuert, ist mir egal. Lass Caden in Ruhe! Fortneck! Jetzt ist es mit mir durchgebrochen. Tut mir leid, YouTube. Muss ja auch mal sein, sowas. Loot, loot, loot. Loot, loot, loot. Jawohl. Loot, loot. Hm, das klingt doch mal nicht schlecht. Überlebende Hinweise. Die haben noch überlebt. Gut, die sind nicht mehr ganz die Alten, aber... Das hat ja wohl auch keiner von denen erwartet. Du kriegst eine Pistole. Laufverlängerung, ne? Haben wir es wohl nötig, was? Der war flach, ich weiß. Aber hey, lasst euch mal Sprüche einfallen für Caden, der Lenko. Cool. Das sieht auch nicht besser aus als... Kann ich mittlerweile mittelschwere Rüstung tragen? Offenbar nicht. Puh, daran arbeiten wir noch. Faszinierendes Leveldesign. Ach, das ist in Teil 2 dann wesentlich besser. Ich meine, Teil 1 gefällt mir auch so schon, nicht falsch verstehen. Ich finde Mass Effect immer noch saumäßig cool. Wie gesagt, die komplette Trilogie übertrumpft da bei mir sogar KOTOR 2. Auch wenn KOTOR 2 verpackt war und 6, aber nein, jetzt gucke ich nicht nach. Man muss einfach mal sagen, wie es ist. Das ist schon richtig cool hier. Ne? So schlecht sieht es auch nicht aus. Macht Spaß, wenn man nicht ständig mit Marco fahren müsste. Loot, loot. Loot. Leichte Dechiffrierung. Ja, das kriege ich gerade so noch hin. Ach, jetzt wieder so langsam hier. Das war nur die Tastatur. Und das ist... Ich bin es vom Notebook her gewöhnt. Ganz vorsichtig. Gewöhnt. Ich habe... jahrelang Tastatur benutzt und jetzt sowas. Die habe ich jetzt dringend nötig gehabt. Super. So,
Erste Zivilgebäude erledigt, dann haben wir noch eins und eine Forschungsstation, wenn ich mich hier auf der Karte. Wir spulen. We don't get food again. Don't get food again. No, nope. Und hier geht's weiter. Action Unlimited mit eurem Ecstasy AME. Hör auf damit, Shepard! Mach's nicht verrückt mit deinem blöden Motor. Loot. Man merkt wiederkehrende Themen. Das ist die Xane. Das wollt ihr sehen. Ecstasy AME. Xane. Ihr müsst das ab und zu mal einfach mal vor euch hin sagen. Das macht richtig Spaß, wenn man das macht. Ecstasy AME. Xane. Ich warte schon auf die großen Fan-T-Shirts. Auch ich bin ein Xane. Na gut, das klingt merkwürdig. Gebe ich zu. Hi Kate, lange nie gesehen und gleich wiedererkannt, trotz der komischen Rüstung. Wie geht's dir so? Okay, haha, ist mir egal. Rede ich mit dir auch nicht mehr, ist kein Problem. Ich werde dich in Zukunft einfach ignorieren. Gibt auch noch andere in der Crew, die gerne mit mir reden. Naja, nur mal so am Rande. Ja, aber hört mich gerne. Sie sieht mich auch gerne. Die hat's auch gerne, wenn ich ihr beim Schlafen zusehe. Das weiß ich, sie lächelt immer im Schlaf. So süß. So unschuldig, wie sie da schaut. Wenn sie tief in ihren Träumen versunken ist und ich was anderes in ihr versehe. Okay, das war's, YouTube. Weiter geht's. Das schneiden wir raus. Ich bin ja richtig in Form, ey. Meine Güte, das gibt's ja bald gar nicht. Wenn ihr glaubt, dass ich das hier nicht durchschaue. Hau abgehen. Mit dir rede ich nicht mehr. Ich meine, ich würde ja auch Tali im Schlaf beobachten. Das Problem ist nur, die trägt so einen komischen Anzug. Wenn ich ihn aufmache, kratzt die Alte ab, weil die nun mal... Das ist auch eine interessante Geschichte eigentlich, die Quarianer. Leben so lange schon auf ihrer Flottille, dass die dermaßen schwaches Immunsystem haben. Durchaus logisch an sich, aber so richtig schlüssig nicht. Daran merkt man, es kann etwas unschlüssig sein und trotzdem logisch. Wir machen weiter. Drive, push it to the floor till the engine screams. Drive. Ja, wenn ihr meint, dass ich jetzt jedes Mal Musik unterlege, wisst ihr, wie anstrengend das ist. Da bin ich ja immer in der Folge schneller fertig, als dass ich sie bearbeitet habe. Obwohl ich zugeben muss, das hat richtig schaumäßig Spaß gemacht. Ich habe aus 90 Minuten tatsächlich geschafft, knapp 30 Minuten zu machen. Das ist der mittlere Wahnsinn, den ihr nur auf YouTube kriegt bei Xane. So, jetzt fahre ich wieder das ganze Gebirge hier weit. Ja, warum denn? Ich hab ja sonst nichts vor. Sie müssen umdrehen, Commander. Ja, wie soll ich denn sonst da hochkommen, du selten Blöde? Halt die Schnee. Flieg! Marco, ja! Marco ist der King. Marco ist der King. Kuckuck. Spiel mir verstecken? Ich hab die gefunden. Ausgelöscht. Dieses Spiel schon immer gemacht. Das ist doch bestimmt eine versteckte Botschaft. Ganz genau hingucken. Mann, jetzt erkenne ich erstmal, wie dreckig mein Bildschirm gerade ist. Guckt euch euren Bildschirm an und dann wisst ihr. Komm zu Daddy. Komm, komm. Ich schieß dir den Kopf. Ja, ich habe den Kopf getroffen. Irgendwie. Zumindest nehme ich das an. Das können doch nicht alle. Kommt, wir wollen doch wohl keine frauenfeindlichen Spiele hier von wegen weiblicher Hass und sowas. Nein, das wäre
eindeutig sexistisch, wenn es hier auch Frauen gäbe, die man töten könnte in dem Spiel. Quatsch, sexistisch, wenn man die nicht töten kann, was soll der Quatsch? Ich habe ein Anrecht als Mann darauf, auch auf Frauen schießen zu dürfen in Shootern. Ja, hast du fein gemacht, bitte Knochen holen, hol dich Knöchelchen. Ich hasse Hunde. Nein, ich hasse sie nicht, ich kann sie nur nicht ausstehen. Das beruht Gott sei Dank auf Gegenseitigkeit. Warum ich Pferde nicht ausstehen kann, werde ich euch jetzt nicht sagen. Lasst ihr euch mal von einem beißen, dann wisst ihr wovon. Lassen wir das. Okay. Okay, du machst hier Stellung. Rex, da vorne hin. Nee, da vorne hin. Okay, den stirbt nämlich schneller und dann muss ich jetzt nach rechts schauen. Muss. Hab ich nicht gesagt? Typ ist einfach nicht in der Lage, sich adäquat zu verteidigen. Rex, du sollst ja die Stellung halten. Was machst du denn für Sachen? Hallo? Ja, ist natürlich schön, wenn gar keine Taste mehr irgendwas macht. Und das ist noch nicht mal eine Batterie. Oh, das ist USB. Wollt ihr mir sagen, dass kein Strom über USB läuft? Auf Ihren Befehl. Na, seht ihr, funktioniert doch. Hier rumzustehen bringt gar nichts. Schnauze. Redest du überhaupt mit deinem Vorgesetzten? Und jetzt alle mitkommen. Wolltest du gar nicht so blöd explodieren, Freundchen? Das zieht bei mir nicht die Tour. Ihr müsst mir alle auf... Oh, lasst mich in Ruhe, ja. Gut, dass ich gerade die F-Taste gedrückt habe. Könnt ihr aufhören, mich hier zu schubsen? Oh, meine Güte, wie viel sind denn das hier? Wen oder was schieße ich hier eigentlich die ganze Zeit? Könntet ihr dann mal wieder aufstehen, liebe Freunde? War zwar unnötig, aber was soll's. Wir haben schließlich noch mehr vor. Meine Güte, gleich wieder 24 Minuten. Und noch nichts gebacken gekriegt. Loot, loot. Loot, 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 loot. Kiste. Geheime Super-Experimentalwaffe. Mann, wann kriege ich denn hier nicht meinen Partikelbeschleuniger? Komm schon, YouTube. Turok 2. Ich wäre auch mit Millionenwerfer aus Command & Conquer zufrieden. Na, seht ihr, das ist doch schon mal ein Anfang. Wer denkt, dass ich das jetzt für euch einsetze? Habt ihr richtig mitgedacht? Sieht so viel näher aus, wenn man drauf drückt auf Ziele. Ist euch das schon mal aufgefallen? Und kein Himmel über uns. Zumindest kein Sternenhimmel. Nach rechts sollen wir gehen, nach links gehen wir. Selbstverständlich. In einen leeren Raum. Das ist nett. Stellung halten. Warum gefällt mir das nicht? Der andere Raum war leer. Das gefällt mir überhaupt nicht. Ach, jetzt funktionieren die Tasten mehr. Oh, was haben wir denn hier? Erstmal das Looten und dann ausrüsten nach der Folge. Ja, Shepard, wir wissen, dass du dich gerne anlehnst. Mio-Verstärker, das ist immer Gott. Oh Gott. Was war das? Nein, das gehen wir jetzt noch nicht öffnen. Zuerst das Fehlhaftobjekt oder so. Fallen jetzt gleich lauter Leute vom Himmel oder wie sieht das aus? Gucken, nein, keine Schleusen. Ich bin vorsichtig, man lernt aus der Erfahrung. Ein koloniales Pionierteam besteht selten aus mehr als ein paar Dutzend Spezialisten. Es ist klar, dass niemand von ihnen überlebt hat. Die Zerbos-Gruppe wird sich hierfür erklären müssen. Schauen wir doch mal. Auf da wäre ich ja. Gucken wir, was haben wir noch? Proteanische Datenlisten und bla bla bla. Wir sehen könnt noch jede Menge Scheiße zu tun. Danach gucke ich gar nicht erst, das sowieso nicht. Was bringt mir das eigentlich? Könnte mir das mal irgendjemand erklären? Oh Gott, wir haben ja immer noch einen Fan am Laufen.
Und zwei Keeper, die wir noch finden müssen. Tja, dann werden wir demnächst mal wieder auf der Citadel Station vorbeischauen müssen. Ich dachte, die Spule ist jetzt vor, oder? Nexus. Wenn ich mir das reinziehen muss, müsst ihr euch das auch reinziehen. So bin ich für euch, euer Xane. Dafür liebt ihr mich. Dafür wollt ihr mich. Dafür steht ihr so. Okay, das reicht jetzt wieder. Genug Ego. Roter Feind im Riesenformat? Nein, die Kante der Karte. Zurück zu Mamadi. Sowas von überhaupt nicht ablenkend. Kann ich jetzt ein Schlusswort machen oder kommt jetzt noch irgendwas? Egal. Ecstasy, A-N-E. Bis zum nächsten Mal. Xane out.